Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Das ist jetzt die 8. Folge von meinem Let's Play Direwolf 20 Projekt. So, wir gehen wieder in unsere Welt. Ich muss hier gleich mal wiederum ein schlaues Büchlein mit aufschlagen, damit ich weiß, was ich mir hier gemacht habe. Alte Seite. Kann ich mir nämlich gleich meine Notizen machen. Gucken, schreibst du Stift? So, 8. Folge. In der letzten Folge haben wir ja erstmal eine semi-automatische bzw. eine automatische Erzverarbeitungsmaschine gebaut. Semi-automatisch. Wir müssen die Erze, wenn wir die mit Silk-Touch abbauen, dann erstmal durch den Crushing Macerator hauen. Weil da kommt ja einiges mehr raus. Kommen ja auch Nuggets raus. Haben wir ja gerade 13 Kupfererz drin. Ne? Der 13, 14 waren es, glaube ich. Genau. So. Der Metallurgic Infuser. Hauen wir hier mit hin. Genau, wir hatten ja jetzt gerade noch Stahl gemacht. Dass wir unsere Kabel austauschen können, weil die sind nicht gerade sehr schön zu handhaben. Die haben ihren Zweck erfüllt für einen kurzen Augenblick. Auch noch ein Redstone. Genau. So, der trinkt was, das heißt, es wird Nacht. So, also schlafen. Ach, das ist so schön, wenn man unsichtbar ist. Dann gehen wir jetzt erstmal die Kabel austauschen. Später werden wir dann hier auch noch so eine Energiezelle dazwischen setzen. Und ganz später werden wir sogar noch unsere effizientes. Kein Tool. So. Haben wir eine Leine bekommen, weil da haben wir auch die Möglichkeit, dass wir Leinbolt rausbekommen. Und das brauchen wir halt eigentlich für Refined Storage. Da kriegen wir nämlich diesen Binder. Ja, ich will es sehen. Was hier gerade? Nö. Das Super Clue von Create. Ah. Lasso. Da. Prozessor Binding. Deswegen lasse ich auch gerade hier schön noch wachsen und gedeihen. So, das muss ich auch ordentlich davon kriegen. Beziehungsweise dann nicht dastehen. Oh, jetzt brauchen wir aber Strings und dann so, ja gut, jetzt müssen wir warten. So haben wir es klein bisschen auf Vorrat gemacht. Ja, die Energy Cap. Ach. Die haben wir mal weg. Die Erde kann auch weg. Das kann weg. Das nicht. Ja. Ja, man sieht, ich habe schon wieder sowas von viel Ordnung hier drin. Nicht. So, das arbeitet sich ja jetzt hier durch. Gut, das ist schon mal gut. Was machen wir jetzt? Eigentlich müsste ich mir mal noch ein paar Kisten machen. So, dass wir hier mal wirklich mal bitte ausräumen können. Zack. Die Holzkohle behalten wir mal da drinnen. Dann haben wir die zwei Slabs mal weg. Aber mal kurz ein bisschen Ordnung. Aber viel lohnt sich auch gerade nicht. Wir haben ein bisschen was mit Holz noch. So, hier brennt es durch. Also, was könnten wir jetzt machen? Wir könnten jetzt nochmal unser Zuckerrohr abernten und nochmal zum Villager rübergehen.
Warte, jetzt muss ich mir gerade überlegen. Blast Furnace war ja... wofür gut? Ui, ich brauche wieder meine Säge. Ich brauche meine Säge, ich brauche meine Säge. So, 5 Setzlinge haben wir rausbekommen. Ich riskiere es mal. So, bei dem muss ja überall was weg sein. So, dann machen wir uns mal schnell daraus Papier. Und dann gehen wir mal kurz zum Dorf hoch. Und handeln mal kurz mit dem. Ich renne jetzt auch nicht. Nicht so spucken, mein Freundchen hier. Mhm. Weißt, was das bedeutet. Mhm. Sah jetzt gerade komisch aus. Ja gut, das sind halt kleine Mobs. Wir müssen sie hier auf der Minimap groß anzeigen. Sonst hätten wir Probleme. Genau, ihr seid ja für meine Villager Farm. Infinity Mending. Was hattest du? Unbreaking Last Stand und du? Sick Touch. Dich trade ich jetzt mal hoch. Und Excavate. Harvest the whole range of connected matching blocks, not included diagonal. Aha. Boah. So, ich tue den mal noch gleich hier vielleicht schaffen. Und? Was haben wir jetzt? Holding. Okay. Ja. Okay, hier sind doch einige gute Verzauberungen dabei. Du bringst ja nur das. Okay, also es macht mir mal eine große Freude, mit denen zu handeln. Ah, das Zuckerrohr muss schneller wachsen. Aber dem, der Elf, Flash, Home, Base. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten. Die Laternen waren da drinne, beziehungsweise wenn ich mal kurz gucke, used. Schade, die können wir nicht hier in den Rotary Macerator hauen. Das wäre schön gewesen. Nur um an das Zeug zu kommen. Schade. Gut. Das läuft ja jetzt hier durch. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Was haben wir hier erkundet gehabt? Noch nicht viel. Das heißt, wir sind ja von hier oben gekommen. Das ist zu extrem für unseren aktuellen Ausrüstungsstandort. Hier war unser erstes Tod. Da könnten wir auch nochmal hin. Allerdings, das ist ja... Hm? Das ist das Mine Colonies, da gibt es nichts großartig zu holen. Dann entweder gehen wir jetzt hier rüber. Und schauen mal dort lang. Ich denke mal, das machen wir jetzt auch. Ein bisschen was zu essen haben wir mit. Den Hammer lasse ich vielleicht mal hier. Silk Touch, Axt, Schaufel, Schwert. Den Hammer lasse ich auch hier. Ein Bett nehme ich mit. Beziehungsweise habe ich noch. Machen Sie mich mal einen Schlafsack. So, kurz gucken, also wir müssen jetzt hier quasi hier rüber. Der ist noch nicht gewachsen, gut.
Und blub, 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 blub. Ja, da gehen wir jetzt mal noch so knapp 10 Minuten mal erkunden. Wir haben ja durch die Feed the Beast Erweiterung halt die Möglichkeit, auch wieder zu unserer Base schnell zurückzukommen. Cheats sind ja ausgeschaltet. Das ist ja kein Cheat, was wir benutzen. Das ist einfach bloß, um wiederum nach Hause zu kommen, finde ich jetzt persönlich. Vielleicht finden wir ja noch einen Dungeon. Jetzt gerade noch nicht in die Höhlen gehen. Immer eine richtige Höhlentour werden wir dann auch mal noch machen. Ein Forest. Und hier hätten wir Spruce-Bäume, hätte ich mir den gar nicht kaufen brauchen. Naja, gut. Egal, was haben wir hier? Ray. Ja, ja, Botan, hier ist vielleicht auch so eine Mod, mit der wir uns mal beschäftigen werden. Muss ich mal hier hochgucken. Sieht interessant aus, sieht aber aus wie ein Meteorit. Haben wir denn da schon wieder? Ein Kürbisbaum. Twilight Meadow. Bauxit, also Aluminium. Na, was ist denn hier los von der Höhe? Und am Ende dann blub. Okay, das ist eine Blight Energetics. Meteorit. Added Waypoint. Okay. 2. Leerzeichen. 1. Warte, können wir nicht ausstellen. So, Schlafsack. Das Gute ist, haben wir jetzt unseren Respawn Point gesetzt oder? Ich weiß es gerade nicht. Oder war das noch von vorhin? Ich hoffe mal, es war noch von vorhin. Und so, jetzt brauche ich es gerade im Grunde genommen nicht, meine Säge mitgenommen zu haben. Oh, warum guckt da ein Feld so komisch raus? Bist du? Black Flower. Ja, das nehmen wir mal mit. So. Kurz mal auf die Karte schauen. Haben wir hier... Gehen wir doch eher da lang. Gehen wir durch einen Zauberwald. Solange wir keinen Einhorn finden, ist alles gut. Das Gute ist, wenn wir dann doch wieder dieses Copperohr Chance-Cube finden und den mit unserer Silk Touch abbauen, bleibt er trotzdem nicht im Behutsamkeitsmodus. Zumindest da nicht. Das ist das Gute. Nennt es mal gut. Blum. Gute ist, wir haben jetzt hier keine bösen Fische drin, ne? Skyrus Whale. Ich nehme es mal mit. Ich weiß ja nicht, hab mir irgendwann mal was mit Lörsuf komplett bauen.
So, können wir mal auf die Uhr gucken, weil ich muss nachher noch auf Arbeit. Ich will jetzt extra nicht zu den Eisbikes hin, aber am Ende kommen wir noch dahin. Ich will bloß mal kurz gucken, kann man den irgendwo für was anderes benutzen? Used. Printer, Kitchen, Speaker. Gut, das können wir im Notfall uns dann immer wieder so holen. Ja, die Kohle hat jetzt mal keiner gesehen, weil wir haben ja mit anderer Energiequelle zu tun. Windkraft. Der Kohleausstieg ist gelungen, zumindest für den Anfang. Ich wollte gerade sagen, was sind das für viele Schafe, aber nee, das ist ein Schneebiom. Holy mit. Holy Macaroni. Ich suche jetzt mal das Schneebiom zum Laufen, weil da kann ja wiederum dieser Pulverschnee sein und den können wir uns dann mal ganz schnell unterkühlen. Und das will ich nicht, weil Unterkühlung ist nie gut. Eben am Limit hier. Snowy Tiger. Mal kurz auf die Karte schauen, ob wir irgendwas Schönes sehen. Was sich anzugucken lohnt. In meiner privaten Welt hatte ich dann sogar am Ende ein... wie nennt man das? Eine Menschen gefunden. Aber sehr lukrativ war es nicht. Da waren halt nicht solche schönen Kisten drin. Aber ich bin ja jetzt nicht hier wegen Kistenloot. Ich will einfach mal hier rumgehen. Vielleicht finden wir einen schönen Dungeon. Einen leichten Dungeon. Am besten so ein kleines... Luftschiff. So ein weißes. Ich will am besten mal über Schneebiom gucken. Das war knapp. Okay, das wird jetzt hier ganz schön weiß. Das ist ein Meteor. Aber was der in sich hat, will ich jetzt nicht wissen. So, jetzt wäre es schön gewesen, hätten wir gleich noch einen Setzling rausbekommen. Aber. Du wolltest doch nicht schon. Nee, ja, wollte ich nicht, aber. Hat sich gelohnt. In 400 Blöcken in der Richtung. Kurz schauen. M. Richtung Norden. So, wir sind hier bei 2533. Jetzt will ich es wissen. Ist da wirklich ein Dorf? Ich musste gerade übelst niesen, deswegen, Entschuldigung, hier ist der Pulverschnee. Ah. Deswegen wollte ich das mit den Schneebiomen vermeiden. Oh.
Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht ist da wirklich ein Dorf. Aber eigentlich haut das immer hin, wenn da so ein Schild steht. Ist zumindest nicht gerade eins von meinen Kolonien ist. Könnte uns das Dorf was bringen. So, haben wir schon was zu sehen hier? Auch nicht. Ne, es wird sogar weniger. Also 2100 sind wir bei 1700. 1600. Ne, 1700, das waren nur 400 Blöcke. Eieiei. Ist da wirklich ein kleines Dorf? Tatsache. Gut, das nehmen wir noch zusammen mal auseinander. Wir schauen mal rein. Eine Kiste. Wir nehmen es mal mit. Sattel können wir den irgendwie zerkleinern. Mit einem Cutting Board. Boah, können wir aufheben. Naja, ich nehme gleich mal die Rüstung an. Nehmen wir doch gerne. Schade. Junk Controller, ich nehme es mal mit. Grindstones. Nehme ich die gleich mal mit? Ah, kommt. Okay, was ist denn das für ein Gebäude? Ein Braustand. Aha. Ich sonst nichts weiter drin. Ich nehme mit. Okay, ein oder zwei Häuser haben wir noch. Ich nehme ich auch mit. So, erstmal schnell schlafen legen. Ne, es sind doch noch ein, zwei Häuser sind noch. Das müsste das Craft sein. Pneumatic Craft. Jo. Wir nehmen es mit. Wenn ich es richtig sehe. Oben noch ein Haus. Ja, super. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Das will ich jetzt auch nicht machen. Also gehen wir straight nach Hause. Packen unsere Sachen aus. Hier haben wir mal unsere Verarbeitung. Ne, ich nehme wieder einen Wooden Hopper und einen Wooden Barrel. Der ist auch noch nicht gewachsen. So, und noch schnell einen guten Barrel und dann sind wir auch schon für diese Folge durch.
Und damit sage ich erstmal an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Erstmal schnell essen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung. Da würde mich sehr freuen. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.